ich weiß das jetzt einfach, weil mir der größte Koch der Welt das gesagt hat. Ja. Ist es so, dass du einfach direkt von Gordon Ramsay auf YouTube die Kochvideos angucken kannst, wie er die Sachen macht. Und er hat sie so gelernt. Und er bringt dir sogar alle Tipps bei so und die kleinen Kniffe und sowas, die er drauf hat und sowas. Und sagt dir einfach, ja, keine Ahnung, so machst du das, so machst du das und so machst du das. Und er bringt dir das einfach perfekt bei. Er sagt, ja, du willst lernen, wie man gut Ente macht? Okay, ich zeig dir das. Kein Problem. Und so, er hat das von den ganz Großen gelernt. Und ich meine, stell dir mal vor, du würdest jetzt irgendwie versuchen wollen, in Person eine Stunde bei Gordon Ramsay zu buchen. Da würde dir auch nichts anderes sagen, wie in diesen YouTube-Videos. Ja, du könntest halt eigene Fragen stellen, aber viele von denen wurden wahrscheinlich auch schon beantwortet. Genau, und das ist das Ding. So, und jetzt kannst du aber trotzdem einfach auf YouTube gehen. Und er wurde ausgebildet von Marco Pierre White, der einer der einzigen Köche, die ihn jemals zum Weinen gebracht haben. Okay. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay ist ja so bekannt, dass er Leute immer zum Weinen bringt. Toll. Ja. Und dann sagt er, die halt voll beleidigt und so. Er ist voll der Choleriker. Er ist voll Choleriker bekannt. So, disgusting und sowas. Tastes like bullets und so, ne? Und ist da irgendwie. Und so, where's the lamb sauce, you idiot? Und so, it's dry. Und sowas. Und rastet da richtig aus und so. Okay. Und schmeißt auch Essen weg und sowas. You idiot, again, again. Und sowas, ne? Und das ist halt so voll der Küchenton, ne? Okay. Also klischee-mäßig, wie man sich das vorstellt. Und noch extremer. In seinen ganzen Shows halt. Und sein Ausbilder hat ihn zum Weinen gebracht. Aber wenn du einmal ein Video von ihm gesehen hast, ich habe eins gesehen, da hat er in seinem Restaurant auch so eine Fernsehshow gemacht. Oder es gab so eine Fernsehshow und die Leute haben bei ihm quasi im Restaurant für seine Kunden oder für seine Gäste einmal sollten die ein Abendmenü vorbereiten. Ja. Das heißt, seine Repetition, seine, wie sagt man das? Seine. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Sein Ruf ging halt irgendwie da mit dran. So, weißt du, die waren bei ihm im Restaurant. Und der Typ ist da irgendwie, ist in der Küche und der Fisch kommt nicht raus, ne? Weißt du, was er macht? Eigentlich so aus psychologischer Sicht voll kontraproduktiv. Er ist so, my Seabass, where's my Seabass, where's my Seabass, 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 where's my Seabass? Und der schreit die so richtig an, weißt du, die ganze Zeit so, my Seabass und sowas. Und er sagt einfach irgendwie 100 Mal Seabass und sowas, ne? Where's my Seabass, is my Seabass gone und so, where's my Seabass und sowas. Und dann schreit die halt richtig an und die sind halt nur noch Panik, weißt du? Fight, flight oder was. Und können halt gar nicht mehr nachdenken. Aber es ist halt so seine Strategie, wie er das macht, weißt du? Okay. Und er ist so, where's my Seabass und sowas. Und so, faster, 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 where's my Seabass? Und geht so richtig zu denen ins Gesicht und sowas. Und das ist halt so einer der größten Chefköche überhaupt, weißt du? Und du bist halt so ein Kochtyp irgendwie und da ist einer der größten Köche jemals und schreit dich irgendwie an, wo sein Seebarsch jetzt ist, ich glaube, das heißt Seebarsch, und sagt irgendwie so und so, wo das jetzt ist und du so, und rastest so komplett aus. Und das ist so ein Druck. Aber das ist wahrscheinlich für die Show, ne? Weil sonst macht das ja eher weniger Sinn, wenn der Typ da fast zusammenbricht. Ne? Wahrscheinlich ist für die Show. Aber ich denke doch, dass es in der Küche und besonders unter den Leuten, dass die schon richtig brutal sind. Also da hört man echt Stories. Das kann ja sein, aber ich meine, wenn der andere Typ da so zusammenbricht, dann macht man ja nicht zwingend dann da weiter, wenn das noch nicht mal dein Restaurant ist, oder? Nein, also da ist niemand zusammengebrochen, aber die waren halt alle ja, so. Ja, aber wenn er dann nicht mehr machen kann, wenn du meinst, er freest da irgendwie. Nee, ich meinte, das ist dann wie Fight, Flight or Freeze, aber da hat alle weitergemacht. Ja. Das hat am Ende auch geklappt. Okay. Ich meine nur, das ist vom psychologischen Standpunkt, glaube ich, nicht so schlau. Es gibt da, glaube ich, auch ein, zwei Studien dazu, da wurden Leute so richtig unter Druck gesetzt und konnten sich dann halt auf gar nichts mehr konzentrieren. Okay. Weißt du, weil die halt einfach so überfordert waren. So, nicht mal mehr ihren Namen konnten sie sich erinnern. Die sind so, wie ist dein Name? So, weißt du, so einfach so voll unter Druck gesetzt. Die waren so, fertig, weißt du, haben viel länger gebraucht, als wie sie eigentlich brauchen sollten und sowas. aber voll krass. Also, ich weiß nicht, wie es mit so Druck in der Küche aussieht, aber ich glaube, das ist schon echt brutal. Und du kannst sie halt jetzt von einfach so einer Ikone wie Marco Pierre White, Heston Blumenthal, Gordon Ramsay, solchen Leuten irgendwie oder noch größeren Leuten irgendwie, kannst du dir halt irgendwie Videos angucken, wie die halt irgendwie kochen. Ich habe mir letztens ich habe jetzt leider den Namen vergessen, habe ich mir angeguckt, French Omelette, aber auf die perfekte Art und Weise. Er sagt so, den you cut the onion und sowas, weißt du? You cut the onion und dann sagt er, und er gibt dir so Tipps und sowas und ist so krass. Ich weiß das jetzt einfach, weil mir der größte Koch der Welt das gesagt hat. Ja, diese komplette Idee, so was in so nenne ich mal Selbsthilfebüchern steht, so mit so, ja, such dir einen Mentor oder sowas so. Ey, die ist einfach, also klar, ist natürlich nochmal was anderes, wenn du jetzt eine Person hast, der du direkt auch Fragen stellen kannst. Ja. Aber theoretisch haben wir alle halt diese Weltstars als Mentoren. Einfach, weil die uns zeigen, wie sie es halt machen. Ja, auf unserem kleinen Gerät. Ja.
So geistesgestört. Das ist ehrlich gestört. Das ist ehrlich richtig heftig. Auch allein schon nur für den Faktor, dass du halt sehen kannst, so, ey, die machen auch gar nichts anderes als, also meinetwegen beim Training oder so, die machen auch gar nichts anderes als ich gerade. Ja. Die machen auch gar nichts Besonderes oder sowas. Und dadurch merkt man halt einfach, ja, es ist einfach über die lange Zeit werden die halt besser. Da ist jetzt nicht dieses The Secret oder sowas. Ja, es ist erreichbarer. So, wenn sich Leute früher gefragt haben, wie du gesagt hast, wo ist das Geheimnis? Ja. So zum Beispiel hinter Gordon Ramsay, warum schmeckt das Essen so gut? Ja. Du siehst aber einfach, wie er das macht, und dann siehst du so, ah, okay. Aber das meine ich letztlich auch, dass es ein bisschen schade ist, weil das ist eigentlich schon cool, wenn so dieses Geheimnis da so, das macht die Suppe dann fast besser, wenn man so denkt, so, weißt du? Das kann ich nicht selber. So, wenn man denkt so, ja, das kann ich einfach nicht selber machen. Ja, wenn es so, ah, hier, wie heißt er, Robert Greene meinte auch in seinem Buch, ich habe keine Ahnung in welchem, meinte er, wenn man was gut kann, meinetwegen, sagen wir mal Boxen, sollte man nicht sagen, dass man da die stundenlang und jahrelang dran trainiert hat oder sowas so. Weil wenn die Leute da von vornherein denken, so ja, ah, er hat einfach Talent, dass es was Schöneres quasi ist, dass es was Besseres dann einfach. Und wenn man einfach da mitgehen sollte, also nicht jetzt sagen sollte, ja, das war einfach nur Talent und ich habe nie trainiert, das jetzt nicht, aber einfach, einfach die Leute da quasi in dem dann lassen. Nicht so sagen, so, doch, das war voll unnormal lange, weil dadurch macht man diese Idee, diesen Mythos kaputt, dass derjenige einfach dieses Wunderkind ist. Dieses gewisse Etwas hat. Ja, dieses so, sondern so ist es einfach so, es hätte auch einfach jeder andere sein können, er hat es halt nur einfach gemacht. Ja. Wenn ich genau die und die Schritte befolgen würde, dann würde ich es auch wahrscheinlich so hinkriegen. Das Gefühl. Ach so, so meinst du, ja, genau, dadurch wird das so simpler. Ja, okay. So eine Vorlage und dann. Ja, okay, ja, das halt, ja, genau. Das Ergebnis kommt dann. Und nicht daraus. Mehr dieses, ja, genau. Und es ist nicht mehr dieses Geheimnis. So. Safe. Das finde ich ehrlich schade, weil das hat mir eigentlich immer gut gefallen. Auch so, also es wird jetzt halt alles näher und alle Leute werden sympathischer und alle Leute werden zu echten Menschen und dadurch macht man sich vielleicht auch weniger falsche Vorstellungen oder und Leute schaffen das halt auch mehr selber dann zu erreichen, weil sie halt sehen, dass es nicht dieses Talent einfach nur ist. Trotzdem macht es so meine romantische Fantasie Romanwelt kaputt. Ist halt viel, 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 wo so Fantasie kaputt geht. Auch zum Beispiel, keine Ahnung, so Vorstellungen, wenn du dir zum Beispiel denkst, ah, okay, allgemein Entertainment macht das doch eigentlich, oder? Also ich meine, schon alleine von einem Buch zu einem Film geht doch schon einiges kaputt an Fantasie, oder? Achso, du meinst, wenn man halt nicht mehr sich selber die Bilder ausmalt? Ja, genau. Alleine sowas, aber das heißt ja nicht, dass es nicht schlecht ist. Stimmt, eigentlich in eine ähnliche Richtung, ne? Wobei mich das da irgendwie weniger stört, vielleicht weil ich damit aufgewachsen bin oder so. Ja, eben. Aber ansonsten könnte man ja auch sagen, so ja, jetzt die ganzen Bücher, die du damals hattest, wo du halt irgendwie so eine gewisse, sagen wir die Harry Potter Bücher, so da hattest du irgendwie so voll deine romantische Welt, weißt du? Und jetzt wird dir das einfach auf so einem Bildschirm gezeigt. Mhm. So jetzt weißt du einfach, wie Harry Potter aussieht. Damals konntest du es nur denken. So, du hattest nur vorstellen, deinen Kopf. Ja, und jeder hatte genau. Andere Ideen. Genau. So wie bei Psycho. Weißt du, wo man den Mord ja gar nicht sieht und dadurch ist es noch alles viel gruseliger, ja, genau. Man sich das nur vorstellt. Ja, genau. Und jetzt einfach so, ja, das ist Harry, so sieht Harry aus und jeder weiß, wie Harry aussieht. Und eventuell siehst du sogar Harry Potter, bevor du das Buch gelesen hast oder, weißt du, also du musst ja nicht... Dann hast du diese vorgefertigten Bilder schon im Kopf. Dann hast du schon Hermine im Kopf und Harry Potter im Kopf. Ja. So, weißt du, ich habe zum Beispiel Harry Potter zuerst gelesen, die ersten Teile, bevor ich das geguckt habe dann ich irgendwann. Auch. Und nachdem ich es geguckt habe, wusste ich gar nicht mehr, wie meine Fantasie war. Also, ich habe die Bilder direkt alle ersetzt mit den Figuren aus dem Film. Und das ist eigentlich voll schade. Ja. Stimmt, aber da hat es mich irgendwie immer gar nicht so sehr gestört. Also ich habe jetzt bei Harry Potter, habe ich das so gemacht, ich habe ein Buch gelesen, dann habe ich den Film dazu geguckt, dann den Buch gelesen und ich durfte erst den Film gucken, nachdem ich das Buch gelesen habe. So. Ja. Aber irgendwie bei Filmen hat es mich dann nie so richtig gestört mit Büchern so in Kombination, weil ich war immer so, aber Filme sind viel geiler, also ich will lieber Film gucken und so. Naja, ja, aber es ist das genau, es ist genau das Gleiche, du hast schon recht. Es ist wirklich genau das Gleiche. Ist genau wie jetzt ist es halt nicht ein Buch und ein Film, sondern eine Erzählung und ein Film. Sagen wir zum Beispiel, damals ist es so, ja, da ist dieser eine riesige Typ, zum Beispiel Warren Buffett. Und ich bin richtig komisch ausgesprochen. Da ist dieser eine Typ, Warren Buffett. Und der sitzt in so einem, weiß ich nicht, riesigen Raum irgendwie, wo er dann so richtig mit seinen Shareholdern und irgendwie sowas diskutiert, welche Aktien die jetzt irgendwie oder was die machen sollten oder die jetzt, weißt du? So, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja. Du merkst es, glaube ich, gerade. Aber jedenfalls, oder Gordon Ramsay, wie er da angeschrien wird, irgendwie in so einer kleinen Küche mit seinem Marco Pierre White, weißt du? So, und jetzt ist halt einfach so, keine Ahnung.
du kannst dir das halt alles anschauen und ja, jetzt weißt du halt. Genau, ich wusste nicht mal, wie Warren Buffett aussieht. So, weißt du, ich hätte mir jede Person vorstellen können, aber jetzt kann ich halt einfach schnell mal googeln. So sieht Warren Buffett aus. Und genau so viel hat er an Vermögen. Und genau. Ich kann sogar sein Haus sehen und sowas. Kennst du Warren Buffetts Haus? Nee. Aber das ist halt sowas, was man sich vorstellt. Ich stelle mir jetzt halt vor, so, oh, Warren Buffetts Haus, und vielleicht reden wir drüber. Sag mal, wie stellst du dir Warren Buffetts Haus vor? Das ist ein Typ, der ist reich durch Investments geworden. Ja. Der ist, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, aber der war lange Zeit drittreichster Mann der Welt, auch zwischendurch zweitreichster Mann der Welt. Und es ist halt dieser, es gibt diese, weißt du, diese eine Story über ihn, dieses so, zwei Typen sind mit Warren Buffett im Aufzug und da liegt ein Cent auf dem Boden. Und die fragen sich so, oh, wird er den jetzt aufheben oder lass mal gucken und so, dieser Investment-Guru, so wird er den Cent nehmen oder wird er sagen, ah, das ist nur ein Cent, und die fahren runter und die Türen öffnen sich, Warren Buffett geht raus und im letzten Moment dreht er sich nochmal um, schnappt sich den Cent und sagt, die nächste Milliarde. Weißt du, so ein Typ ist das. Okay. So, wie stellst du sein Haus vor? Oh, einfach entweder richtig abgespaced, also mit so richtig irren Sachen, irgendwie so Verstecken und so richtig spacigen Sachen, oder richtig langweilig. Also einfach so ein richtig fettes Haus mit richtig vielen Schlafzimmern, 1000 Küchen und sowas. Ja, der Typ, guck mal, weil ich habe mir mein Haus, ich hätte es mir so vorgestellt wie Dagobert Duck halt, so ein, weil das so ein Knausriger, weißt du, der so noch den Cent nimmt und da, weißt du, so. Und tatsächlich, sein Haus ist, er lebt in Omaha, das ist so eine langweilige Gegend, also er lebt in so einem langweiligen Viertel, wo er schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren lebt, bevor er reich wurde. Ich glaube, das ist sogar das Haus seiner Eltern. Das ist so ein voll normales Haus. Das ist so ein Vorstadthaus, so, das so richtig, ja, es ist halt so, wie meine Oma lebt, so ein bisschen, so ein kleines Haus, so ein Mini-Haus. Da lebt er und fährt irgendwie immer auch, er fährt kein teures Auto, ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber irgend so ein kleines Auto und sowas, und ist so dieser alte Mann aus Omaha, die Legende. Ich frage mich aber trotzdem, also das ist zumindest das, was so gezeigt wird und sowas. Und vom Ding her glaube ich das auch, dass, weil er so ein Typ ist, zu dem das passt, so wie er wirkt. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, der Typ ist so reich, so wo ist die Security bei so einem Mini-Haus? Und weißt du, so die... Stimmt. Die Mauern oder sowas, so die, oder die, das brauchst du doch trotzdem alles. Und ich glaube nicht, dass er dieses Haus so equippen kann, als dass das zu so einer Festung wird, wie er sie ja wahrscheinlich eigentlich braucht. Er müsste wahrscheinlich die ganze Siedlung einfach kaufen. Ja, ich glaube, sowas ist dann doch eher eine Geschichte. Ja, weil er sagt dann auch so, ja, und zum Frühstück fahre ich bei McDonald's vorbei und das mache ich schon seit so und so vielen Jahren, noch mir einmal immer ein Menü. Wo ist er ganz stark investiert? In McDonald's, also vielleicht sagt er das auch nur deswegen. Was steht immer, wenn er vom Tisch, sag ich mal, vor sich hat, bei einem irgendeinem Gespräch, was steht da immer vor sich? Eine Starbucks. Flasche Coca-Cola. Also ist das da, weil er einfach Coca-Cola mag? Er meint, ja, ich trinke Coca-Cola auch schon seit 40 Jahren. Ja, okay, aber du bist auch, was weiß ich, wie lange in Coca-Cola investiert, und das ist eines seiner größten Investments. Das ist so, ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand wie Warren Buffett einfach zu McDonald's fährt. Das ist doch viel zu... Geister. Das ist doch das ist doch viel zu gefährlich. Ich meine, der Typ muss nur einmal gekidnappt werden und dann... Weißt du, was ich meine? Ja. Du kannst... Was ist mit deinen Voice Cracks heute los? Nee, aber das ist doch viel zu gefährlich. Das ist mir genauso suspekt, wie wenn... zum Beispiel, du hattest mal von dem Schauspieler Keanu Reeves, glaube ich, erzählt, der einfach so in der Bahn rumfährt. Ja. So, das kann ich mir halt wirklich nicht vorstellen.